komisch, dass selbst die Idealtätisten am Ende auf die Idee kommen, dass das heraklitische Bewegungsprinzip das Nonplusultra sei. Wenn der Mensch in seinem Herzen keine Stille schafft, kann er Gott niemals hören. Die meisten Menschen glauben, das Paradies sei ein statischer Zustand. Dabei ist nichts ergreifender und dynamischer als die Kommunion mit Gott. Der Berg Athos hat eine sehr spezielle, andere Dimension. Hier kann die Liebe zu Gott die Realität verwandeln. Hier oberhalb der königlichen Pforte befindet sich das größte byzantinische Freiheit.